Hast du dich mal gefragt, warum hat Apple so viel Geld in das neue Bürogebäude gepackt? Da ist ja alles drin. Bei Facebook das Gleiche, bei Google das Gleiche. Diese großen Unternehmen haben unfassbar schicke Büros. Das ist schön. Das ist wunderschön. Brauchst du in der heutigen Zeit ein schickes, repräsentatives Büro? Wir haben in Dubai ein großes Büro gekauft, in einem wirklich tollen Bürogebäude. Designmäßig, da ist ein 5-Sterne-Hotel drin. Die Eingangshalle ist die Hotellobby, richtig schick und stylisch. Es gibt dort Restaurants, es gibt Geschäfte, richtig gut. Ja, das Büro hat viel, viel Geld gekostet und wird jetzt für viel, viel Geld grandios ausgebaut. Wir sind seit 10 Jahren ungefähr in Bochum im Excenterhaus. Zentrale Lage, fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das höchste, schönste, modernste Bürogebäude im Ruhrgebiet, wie ich finde. Dort haben wir mittlerweile 3 Etagen. Die letzte Etage ist jetzt ganz neu dazugekommen, vor einem Jahr. Und die haben wir von einem Innenarchitekten ausbauen lassen. Da haben wir viel Geld reingesteckt. Wir haben über 1000 Quadratmeter Bürofläche alleine am Standort Bochum. Und das Excenterhaus hat die teuersten Mieten in Bochum. Wir wollen jetzt nicht diskutieren über Remote Work und Home Office. Ja? Das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Vor 10 Jahren konntest du dir als Arbeitgeber die Talente aussuchen. Heute musst du extreme Klimmzüge machen, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen bei den Top-Talenten, die du haben willst. Und du musst ihnen mehr bieten. Du musst ihnen Karriereoptionen bieten. Du musst ihnen Schickes drumherum bieten. Du musst ihnen Geld bieten, Weiterbildungsmöglichkeiten bieten und ein schickes Büro. Wenn die wirklich 8, 9, 10, 11, 12 Stunden am Tag bei dir im Büro verbringen sollen, wenn sie gerne kommen sollen, dann muss das Büro eine entsprechende Lage haben, Parkmöglichkeiten und das Ambiente. Die müssen da wirklich gerne hinkommen. Hast du dich mal gefragt, warum hat Apple so viel Geld in das neue Bürogebäude gepackt? Da ist ja alles drin. Bei Facebook das Gleiche, bei Google das Gleiche. Diese großen Unternehmen haben unfassbar schicke Büros. Aber jeder möchte doch bei Apple, bei Facebook und bei Google arbeiten. Google ist der Arbeitgeber, der die meisten Initiativbewerbungen pro Tag bekommt, nämlich 9000. Brauchen die dann so ein schickes Büro? Dann würde auch ein Standardbüro reichen, oder? Nein, du musst mehr bieten. Employer Branding, also dich als Arbeitgebermarke zu positionieren, bedeutet auch, dass du ein schickes Büro hast. Also meine Empfehlung, ja, im Kampf um die besten Talente habe ein schickes Büro. Investiere da auch Geld rein. Übrigens, hier findest du die Roomtour von unserem Büro in Dubai im Opus Tower. Und hier findest du die Karriereseite, wenn du selber auf der Suche bist nach einem neuen Karriereziel.